Die sind Warnwelle! Leg schon, leg schon! Hui! Hast du die Augen gesehen? Da ist was faul! Ein Fluch! Das ist gewiss ein schlechtes Omen. Ich dachte, die heiligen Krokodile von Krokodilopolis wären zahm. Ich weiß nicht, was da los war. Petesuchos hat noch nie jemanden angegriffen. Seine Augen wurden rot. Hast du es gesehen? Zürnt Sobek uns etwa? Neck. Selbst die Götter wenden sich von den Menschen ab. Wo ist Petesuchos jetzt? Unser Priester Sehetep brachte den Gott zurück zum Becken im Tempel. Ich habe ihn noch nie so gesehen. Sehetep? Das kann doch kein Zufall sein. Da stimmt irgendwas nicht. Ich sollte mir das Krokodilgehege anschauen. Keine Spur vom Priester. Petesuchos ist aufgebracht. Ich bleibe lieber unbemerkt. Ein Kadaver. Angekaut, nicht gefressen. Eine faulige Flüssigkeit. Ah, der Gestank brennt in den Augen. Ah, Neck. Jemand wurde hier verletzt und ist dann die Treppe hochgegangen. Priestergewand. Es ist voll mit Blut. Wer auch immer das trug, war schwer verletzt. Die Blutspur führt nach draußen. Zerfleischt von Krokodilen. Was hat er hier gemacht? Das war der Mann, der die Krokodile vergiftet hat. Er hat die Befehle von Melina, dem Hibiskus, bekommen. Ein schöner Name für eine Mörderin. Sie ist beim Neorion Marina Arsenal im Süden. Wer wagt es, einen Gott anzurühren? Ich erledige die Blasphemikerin! Das Feuer am Isirviertel ist eröffnet. Dieser Triumph griechischer Baukunst bietet Kultur. Hier!
Hier ist der Ort. Der Hibiskus ist sicher in der Nähe. Eine Frau sollte unter Ptolemäus' Soldaten nicht schwer zu finden sein. Hey, was? Hey! Du bist ein Wurm! Eine Wanze! Dich schlitze ich auf! Das muss sie sein. Ein violettes Kleid. Genau wie eine Hibiskusblüte. Wer weiß, ob es hier sicher ist. Wir sind zu zweit. Keiner schleicht sich unbemerkt an.
Sen umedem yim. Ha'ati bu ayu. Ha'ati bu hiu ev. Neser! Sehetep wird trotzdem zufrieden sein. Die Menschen hatten große Angst. Eine giftige kleine Frau. Talentiert, aber verdreht. Schon wieder Sehetep. Seine klebrigen Finger sind überall. Er wird zu einem ernsthaften Problem. Das Gift war nur zur Immerhin werden die Tempelkrokodile nicht sterben. Ich sage es dem Wächter. Was? Was hast du hier verloren? Hey! Das war's! Stirb! Mit den Ptolomäern. Sie verbreiten Ruhig, um an unser Geld zu kommen. Das neue Amüsierviertel von Krokodilopolis ist eröffnet. Dieser Triumph griechischer Baukunst. Gib den Weg frei! Oh, bitte! Woher herum? Wächter des Sobek. Die Krankheit war kein Omen der Götter. Die Krokodile wurden vergiftet, aber sie werden sich erholen. Vergiftet? Bist du sicher? Von wem? Der wird mit seinem Leben bezahlen. Euer Priester Sehetep war verantwortlich. Er versucht, die Spenden eurer Anhänger zu erhöhen. Was? Sehetep ist Sobeks rechte Hand. Er würde das nie tun. Was du sagst, ist Blasphemie. Ach, ihr Priester. Haltet immer an eurem Aberglauben fest. Du kennst die Wahrheit. Die Götter werden beurteilen, was du mit ihr machst. Ich sollte Padiaset von Sehetep erzählen. Das wird ihm nicht gefallen. Aus dem Weg! Was bist du denn für einer? Oh, Wacker! Imperiaton te! Και κυλητηρίων αγοράνει πούλιστε. Αναμειθείς τι πούλιστε.
Ja! Wo sind Sobek und seine speichelleckenden Priester? Wo ist der Schutz, den man uns versprach? Was macht er? Seine Priester werden selbst. Sei gegrüßt, Freund. Gib den Weg frei! Verkauft. Ist gut. Ich decke dir. Alles gut, Vilas. Ist gut. Verkauft. Wir sind zu zweit. Keiner schleicht sich unbemerkt an. Immer wieder ein Vergnügen. Bei den Göttern. Was ist passiert? Mögest du in das Land der Duat eingehen. Möge Sobek dir gnädig sein. Ma'at dich für würdig halten. Du... Medjay, du kommst spät. Sehetebs Männer kamen, um mich zu töten. Das sehe ich. Nicht schlecht für einen Priester, der Blutvergießen verabscheut. Ich war nicht immer Priester. Ich dachte, ich wäre alledem entkommen. Sehetep und ich haben gemeinsam zum Glauben gefunden. Sind gemeinsam dem Tempel beigetreten. Ich wusste, dass er mit sich rang, so wie auch ich. Aber ich muss ihn aufhalten. Keiner darf wissen, dass ihr gegen ihn vorgeht. Nicht, wenn der Kult überleben soll. Es sieht schlecht aus, wenn ein Priester tötet. Ich sollte das tun. Du hast recht. Du findest ihn am nördlichen Tempel. Ich treffe dich dann davor. Ja! Da! Da ist er! Für Sehetep! Das ist dieser aufdringliche Medjay! Fangt ihn ab! Flankiert ihn! Sehetebs Männer, bringen wir das zu Ende.
Gib den Weg frei! Du Narr, was denkst du dir dabei? Morias Palaske, was macht du da bist? Der Haupttempel Sobeks. Sehetep ist da drin. Er wird gut bewacht. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Padiaset hat die Hilfe eines starken Verbündeten gewonnen. Der Menschheit, der unser Schiff überfiel. Wer ist er? Er ist nicht aus dem Fayum. Ein skrupelloser Reisender, den Berichten nach. Ein Überbleibsel aus dem Alten Reich, heißt es. Das Alte Reich ist tot. Mir ist egal, wer er ist. Ich werde seinen ungläubigen Kadaver Petessochos vorwerfen. Hey! Hast du wirklich gedacht, du überlebst? Du schmutziger Ungläubiger! Mit welchem Recht fasst du mich an? Ich bin Sobeks Auserkorener. Seine rechte Hand! Wer bist du? Du bist ein gewöhnlicher Mörder. Und ich der Arm der Gerechtigkeit. Es ist getan. Glaube wird viel zu oft zu Verrat, wie es scheint. Ich sollte Padiaset treffen. Denkst du, der Magi wird Erfolg haben? Sehetep wählte den Tod. Dann musste es sein. Ich habe heute einen Bruder verloren. Wenn er gehandelt hätte, er vielleicht wieder so werden können wie früher. Glaube darf nicht passiv sein. Das ist meine Lektion. Wir bauen wieder auf, was zerstört wurde. Doch was ist mit den Soldaten? Sie hatten bei alledem ihre Hände im Spiel. Sie werden sich immer einmischen. Aber bleibt stark. Sie legen sich so schnell nicht wieder mit dem Tempel an. Sobek hat auch Krieger. Du ehrst mich, Magi. Möge Sobek dich ehren. Bewegung, los! Gib den Weg frei! Oh.
Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Bededuk a... Thank you.
drei Decision gerecht. Ja, seht, wer zurückgekehrt ist. Bayek von Siva. Perfekt, dass du uns in Helakleion triffst. Der Stadt des Weins, der Frauen und allem, was ein Magi wie du verlangt. Und verdient. Ah, auf die Königin! Bayek, du kommst genau im rechten Moment. Kleopatra, ich suche immer noch die Mörder meines Sohnes. Der Orden ist neutralisiert. Habe ich für mich gejagt oder für euch? Wir haben noch zwei Namen. Der Orden darf nicht... Und wie viele Namen kommen noch? So viele, wie nötig sind. Ich will meinen Sohn in das Totenreich bringen, wo er hingehört und nicht... Ich schätze euch, Kleopatra. Aber eure Aufträge verführen meine Frau, nicht mich. Was bedeutet dir dein Abzeichen? Hast du's vergessen? Dieses Abzeichen bedeutet euch mehr als mir. Es ist kein einzelner Mann, den wir bekämpfen. Nichts endet einfach. Aya hat verstanden, dass es eine neue Wirklichkeit gibt. Wir sind deine Pharaonen. Du bist ein Magi für ganz Ägypten. Folge uns. Wir haben ein Geschenk. Apropos Magi. Gibt es Neues von Aya? Aya verteidigt immer noch das Meer. Wir erwarten Pompeius und seine Flotte jeden Tag, um uns gegen den Orden zu verbünden und das Land zu verändern. Bei meiner Jagd sah ich vieles, das mich angewidert hat. Unser Land wird auf furchtbare Weise unterdrückt. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Orden wieder Fuß fasst. Ja, Bayek. Die zwei neuen Namen, der Schakal und der Skorpion, gehören zum inneren Zirkel unseres Bruders. Wir glauben, dass Sie hinter dem Anschlag auf unser Leben stecken. Ein Anschlag auf euer Leben? Durch Phylakis eures Bruders? Schwer zu sagen. Ein Gabinianer, einer von Septimius' Kriegern. Sie bilden eine Miliz mit 2000 Mann. Wir wollten uns mit ihnen verbünden. Mit Septimius? Dieser Römer-Narr? Er führt sie an? Ja, der Träumer, der sich als wahrer Ägypter ausgibt und doch einen Mann schickt, um uns zu ermorden. Nicht sehr ägyptisch, wenn du uns fragst. Aya glaubt, er arbeitet für den Orden und hat hier einen Stellvertreter namens Venator. Vielleicht ist er der Maskierte, der den Tod meines Sohnes verantwortet. Bordschiffer! Verdammt nochmal, tötet mich einfach, ihr Narren! Hier ist ein Geschenk. Er ist im Orden der Ältesten, wie Septimius. Er hat an der Villa herumgeschnüffelt. Vielleicht weiß er, wer deinen Sohn getötet hat. Mein Bruder Septimius erschlug deinen Sohn und ich geb einen Scheiß drauf. Dir geb ich drauf scheißen. Ich hab nur die Zwillinge gefickt, Venator. Hast du genug? Ich werde noch mehr aus ihm rausholen. Ich schlage vor, du besuchst das Bordell in der Stadt. Ja. Geh und wühle dich durch Dionysos Stadt und decke die Verschwörung gegen uns auf. Septimius ist in der Stadt. Sein wichtigster Phylakis ist ein Mann. Schreie! Ah, was haben wir denn hier? Ah, sieh nur, der Magi. Ein Krieger mehr auf unserer Seite. Ich hoffe, Amun wird uns beistehen.
Ah, ein wahrer Krieger. Ich gebe Rabatt für... Warte. Du gehörst nicht zu den Gabinianern, oder? Nein, tue ich nicht. Ich bin ein Magi. Wow. Magi sind früher oft hergekommen, aber jetzt nicht mehr. Für wen arbeitest du? Kleopatra. Ich hörte, sie sei in der Stadt. Ein Magi, der für die Pharaonin arbeitet. Du hast sicher viel Geld. Ich würde gern eure legendären Zwillinge sprechen. Sprechen nennst du das also? Jeder hat seine Vorlieben. Die Zwillinge werden dich was kosten, ob du nun mit ihnen sprichst oder was auch immer, Magi. Mach es dir oben schon mal bequem. Die Zwillinge kommen gleich. Sie haben eine raue Nacht hinter sich. Also sprich nicht zu viel mit ihnen, hm? Du wolltest uns sprechen? Ich suche einen Gabinianer namens Venator. Sch, sag diesen Namen nicht. Er ist ein Nekediadet. Ich werde nicht schweigen für dieses Monster. Alle haben Angst vor ihm. Aber du solltest ihn töten. Er wohnt im Norden des großen Platzes. Er wird nirgendwo mehr wohnen, nie wieder. Hier war offenbar viel los. Venator arbeitet nicht allein. Hier riecht es wie in einem Sumpf. Zerbrochen. Blut an den Wänden. Dieser Venator ist krank. Was habt ihr hier veranstaltet? Zielübungen auf Kleopatra? Venator bereitet seine Gabinianer auf einen Attentat vor. Schminkzeug und Duftöle. Waren hier Straßenmädchen zugange? Und römische Insignien? Komisch. Offenbar sollen seine Männer untertauchen. Weinfässer. Das hier riecht aber nicht nach Wein. Öl in Weinfässern? Genug Öl, um die ganze Stadt niederzubrennen. Bei den Göttern. Ein raffinierter Plan. Einer seiner Männer gibt sich als Frau aus und infiltriert vermutlich den Palast. Getarnt als Weinhändler docken sie an und legen Feuer, um für Panik zu sorgen. Und ein Bogenschütze schaltet die Königin dann aus. Von erhöhter Position. Venator. Du bist mehr als einer von Septimius' Hunden. Du hast deine eigenen Marionetten im Orden. Ich muss sie finden, bevor sie zuschlagen.
Diese Zone ist tabu. Können wir zurück ins Bordell? Vergessen wir Kleopatra und genießen das Leben. Nichts da, Futur. Ich will Kleopatra brennen sehen. Ich habe mit Benatar geredet und er hat mich bezahlt, um die Feuerschalen zu entzünden. Anscheinend wird Kleopatra sehr schlecht bewacht. Das wird das einfachste Attentat aller Zeiten. Wie sehe ich aus? Ich möchte später noch die Laute für die Königin spielen. Ich werde im Bordell arbeiten. Im Barbie. Alexus! Das war ein Betrüger. Ein Römer, der die Königin töten wollte. Ich tue euch einen Gefallen. Und Baguette!
Na, hier soll... Cleopatra! Sandy! Voilà! Der Donkey, der Monster! Sandy! Tu! Der Donkey, der Monster! Sie mit dem Kurt! Ah ja, meine Liebe. Bayek! Ah, du riechst nach Meer. Die hohe See hat mich in Beschlag genommen, aber jetzt bin ich dein. Beschütze die Königin! Ich schaffe das, ihr Liebste! Königin ist eine ehrlose Schlampe. So spricht man nicht über eine Göttin. Wenn du der Beschützer Ägyptens bist, dann wird das Land jeden Moment mit dir untergehen. Rede weiter, solange du noch einen Kopf hast. Warst du im Bordell und hast meine Arbeit bewundert? Deine Einschüchterung ist lahm. Komm, ich befreie dein Kar von dir. Du Scheißkerl, glaubst du, du könntest einen unserer Pläne ändern? Du wirst gleich sterben. Das ist genug Änderung für mich. Tod der Kleopatra! Wir sind die Gabinianer und Ägypten gehört uns! Hurra! Meine Krieger hast du bezwungen, aber mich noch nicht! Zwei Äxte werden nicht reichen. Lass die Königin sterben, liegt im Tod. Wenn der Tod Würde erfordert, muss ich dich auszeichnen. Dann verdienst du die allerhöchste Ehrung. Halte einen Platz in der Duat für deinen Bruder Septimius warm. Hey, alter Mann! Oh, bist du verletzt? Nur eine Fleischwunde. Hey. Mir geht's gut. Jetzt tut mir nichts mehr weh. Unser Verstand tobt. Was wir auch tun, man drängt uns immer weiter.
Noch ein Versuch, uns auszulöschen. Meine Königin, ruht und erinnert euch. Wir müssen nicht ruhen. Es ist kein Ende dieses Bürgerkriegs in Sicht. Wir brauchen den verfluchten Thron. Unser Thron verrottet in den Händen unseres Bruders. Lasst Foxy das Schiff vorbereiten. Wir treffen uns mit Pompeius. Unser letzter Ausweg. Ihr zwei geht voran und sagt ihm, dass wir kommen. Ja, meine Königin. Bayek, wenn wir nicht zuerst bei Pompeius sind, dann Septimius. Die Gabinianer haben uns eine Felucke mitgebracht. Nett von ihnen. Septimius ist der Drahtzieher. Er ist der Mann, den wir der Verschlingerin opfern müssen. Was ist mit Potinus? Auch er wird Futter für die Verschlingerin. Dann kehren wir nach Hause zurück. Wir kehren nur in Gesellschaft Kleopatras nach Hause zurück, um den Sivanern zu zeigen, was sich verändert hat. Was wir verändert haben. Wie läuft es auf deiner Triere? Gut. Foxy, das hat mir das Kommando über... Warum lieben wir uns nicht jetzt und hier? In diesem Schiffboot? Nutzen wir diese seltenen gemeinsamen Momente, bevor dein neuer Beruf als Retterin von Ägypten dich mir wieder entreißt. Du machst Witze, aber es ist nicht lustig. Es geht um etwas Großes. Dieses Land befindet sich im Bürgerkrieg, das lässt sich nicht einfach leugnen. Überall herrscht Elend. Ich liebe dich, Aya. Und wir sind Magi. Wir dienen und beschützen, aber wir arbeiten allein. Ich teile deinen Hass auf Ptolemäus. Aber vergiss nicht, Kleopatra ist auch Ptolemäerin. Sie ist nur das Bessere von zwei Übeln. Wir müssen etwas Großem dienen. Welcher großen Sache dienen wir jetzt? Wir sind Eltern. Wir waren Eltern. Ich liebe dich, Bayek von Siva. Aber was wird nur aus dir? Der Tod liegt in der Luft. Ich kann es... Götter! Der Nil wird viele Monde lang rot fließen. Osiris hat viel zu tun. Das sind Römer. Keiner von Ptolemäus Mistkern? Nein. Eine recht formlose Beseitigung. Septimius war schneller. Lustig, wie alle großen Männer irgendwann zu Wurmfutter werden. Das hier begräbt all unsere Ambitionen. Nein. Nein, das kann nicht sein. Wo ist Cäsar? Er ist jetzt in Alexandria. Er wird schwer bewacht, also gibt... Bringt uns zu ihm. Wir kommen zu Cäsar. Und wenn wir durch die Kanalisation des Palastes kriechen müssen. Eine Vorwarnung, Bayek. Es gibt kein Zurück, sobald wir an Bord des Schiffes sind. Und es endet mit der Königin auf dem Thron oder unseren Köpfen auf einer Lanze. Ich verstehe.